Hallo Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Und jetzt geht es los mit der großen, fetten Rache. Was ist denn da hinten eigentlich drauf? Ist das so eine fette... Oh krass, die kann man bestimmt anzünden, oder? So, beim letzten Mal hatte er die Shadia getötet, die Tochter von Hepatefs Frau. Boah, diese Namen, ey, ich krieg die nicht gebacken. Hetetepet. Ich weiß es nicht, egal. Ihr habt es vielleicht gesehen, wenn nicht, schaut in die Videobeschreibung, da ist die ganze Playlist verlinkt. Oh, dreh mal die Kurve, Junge, hier. Oh, da kommt ja gar nicht mehr rum. Die haben sie nämlich ertränkt hier in dem Fluss, im Fayum. Und jetzt gehen wir da hin und gucken, dass wir die irgendwie rächen. Ich glaube, was mit Gladiatoren war das? Die werden von dem Krokodil eingespannt. Das ist der letzte Böse. Guckt, und wir sind jetzt in einem neuen Gebiet, in der Fayum-Oase. Wobei, ich weiß nicht, wo das hier eine Oase ist. Ja gut, es ist halt viel Wasser am Start, ne? Doch, es ist halt sehr grün. Gut. Und ich würde sagen, hier haben wir schon mal eine Nebenquest. Die nehmen wir direkt mal mit an. Ja. Senny, vergib mir. Ich konnte es nicht überhören. Sagtest du eben Menschenfresser? Ja, der Menschenfresser holt sich schon seit Monaten die Leute von hier. Menschen werden vermisst. Weiß der Philakitai davon? Die Philakitai sind nutzlos. Erst letzte Woche sind 3 Fischer verschwunden. Kurz darauf trieben Stücke von ihnen im Fluss. Sie haben nichts getan. Wir wissen sowieso, wer es ist. Der verrückte Alte da hinten. Wir behalten ihn im Auge. Alles klar. Dinge sind oft nicht, wie sie scheinen. Das stimmt. Ich sollte mit dem Menschenfresser reden. Ah, ja, verfolgen wir nicht. Was haben wir denn hier generell noch so? Okay, die gehören nicht mehr dazu, die Fragezeichen. Aber ja, hier gibt es eine Menge. Sobex, oh nein! Ich habe Angst! Die blöden Philakis. Und nicht zu verwechseln mit den Philakitai. Das sind sowas wie die... Ja, die Sheriffs, die... Hä? Ne, komm, wir machen erstmal Hauptquest. Ich will die Kleine rächen. Ich will die kleine Shadia rächen. Neuer Ort, Krokodilopolis. Und, oh mein Gott. Bei den Krokodilen gibt es einen guten Tipp. Ein-, zweimal zuschlagen und dann direkt ausweichen drücken. Funktioniert sehr gut, allerdings hat es jetzt... Die Perspektive war blöd. Hat nicht ganz so gut funktioniert. So, 1-2 und ausweichen. 1-2, ausweichen. Ja, okay, da hat zweimal jetzt zugeschlagen. Okay, da wollte ich dreimal draufhauen. Und zack, ausweichen. Das ist echt ein guter Tipp hierfür. Und den habe ich mir sogar selber ausgedacht. Ist mir mal aufgefallen, dass es so sehr praktisch ist zu kämpfen. So, machen wir doch erstmal den hier. Natürlich sind hier wieder überall Geheimgänge. Krokodilopolis. Ich glaube, das ist da eine Herausforderung gewesen, diese Stadt zu entdecken. Da ist nix. So, gehen wir mal dahin zur Hauptquest. Ja, ich mach die Nebenquests halt dann alle mal wieder. Oh, da kommt er nicht hoch. Wahrscheinlich müssen wir erst hier mit jemandem reden. Die Arena der Gladiatoren. Genau. Von hier rekrutiert das Krokodil also seine Privatarmee. Ich muss mehr darüber herausfinden. Ein Untersuchungsgebiet. Fangen wir erstmal mit den Dokumenten an. Beridovix. Oh, cool. Der treue Diener des Todes. Seine Sense wird die Unwürdigen ernten. Was für ein Gladiator. Der Titel für die Folge. Entschuldigung. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Siehst du das nicht? Das ist eine Arena für römischen Blutsport. Barbarisch, wenn du mich fragst.
aber es hilft den Verzweifelten, ihre Sorgen vergessen zu machen. Früher war es ein Tempel. Man hätte es dabei belassen sollen. Alles klar. Die Römer. Die Römer wieder. Diovicus. Die lebende Verkörperung des Krieges. Seine Fäuste sind tödlicher als alle Waffen. Okay, die muss ich bestimmt auch noch kämpfen, so wie ich das hier kenne. Und was? Das klang jetzt aber nach einer anderen Sprache. Hey, Neb. Was kannst du mir über die Männer sagen, die hier kämpfen? Männer? Das sind keine Männer, das sind Götter. Du hast noch nie so wilde Krieger gesehen. Die könnten dich mit einem Hieb in zwei Teile spalten. Ah, hat einer davon rotes Haar? Sie sind Götter unter den Göttern. Hast du nie von den Brüdern aus Gallien gehört? Spürst du ihre Blicke denn nicht? Ihre Statuen stehen neben mir. Ah, die sind die beiden wohl aus Gallien. Komm, trink nicht so viel, rede. Bist du der Besitzer? Ja, das bin ich. Lol. Felix Martialus. Mäh, mäh, mäh. Und wer bist du? Noch so ein namenloser Möchtegerner nach Ruhm sucht? Ich möchte nur in die Arena. Es heißt, du hättest einen sehenswerten Kämpfer. Mit rotem Haar? Ah, du meinst die gallischen Brüder. Ja, das stimmt. Aber ich kürze das gleich ab, Kameltreiber. Du kannst es dir nicht leisten. Jetzt hau ab, bevor du die zahlende Kundschaft verscheuchst. Herr, der Mann trägt ein Magi-Abzeichen. Ein Met was? Ha, ist mir scheißegal. Kannst du kämpfen? Du siehst aus wie ein boshafter, räudiger Hund. Nein. Ich habe schon eine Ägypterin. Eine Jägerin aus Siva, die dreimal mehr wert ist als du. Sie ist oft am Obelisken im Osten, wenn du dir eine Tracht Prügel abholen möchtest. Das ist Aya. Das ist der einzige Weg in diese Arena. Kämpfe auf der Straße, dann kann ich einen Gladiator reinbringen. Also, die gallischen Brüder hatten mit dem Mord an Shadia zu tun. Aber warum tun sie, was das Krokodil sagt? Ich muss da rein, um mehr zu erfahren. Das ist Aya. Wer soll das sonst sein? Oh, sie, eine Kriegerin aus Siva. Plump. Ja, okay. Haben wir das auch mal? Ich erwähnte eine Gladiatorin aus Siva bei einem Obelisken im Osten. Vielleicht kenne ich sie ja. Ah, Moment, wisst ihr was? Da unten ist der... Na gut, ich brauche... Habt ihr ja eh schon abgeschlossen. Aber ich glaube, diesen Turm, diese Schnellreise könnten wir direkt mal mitmachen. Nest. Ich sehe sie mir mal an. Naja, schöner Wapp. Gib den Weg frei! Nö. Boah, diese Gebäude hier, also... Oder diese... Oh, Tempel des Sobek. Die sagen doch immer, beim heiligen Sobek. Oder... Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht heilig, aber irgendwas anderes. Sobek ist doch hier schon ein ziemlich großer Gott. Was ist denn das für eine Holzkonstruktion? Ja, toll, auf die andere Seite. Na gut, ich hätte es auch sehen können, ne? Mein Fail! Boah, ich will nicht gegen Aya kämpfen. Das ist doch meine Frau! Hui! Ho, ja! Wiiu! Okay, das ist doch so ein bisschen Oasen-Style. Drumherum nur Wüste. Oh, das ist wieder eine Pyramide da hinten. Schön! Da gibt's immer so viel zu entdecken. Schätze über Schätze. Oh, hier gibt's noch einen Papyrus in der Nähe. Und ein Schatz. Alter! Was geht da ab? Da sind die Schätze. Und da ist der Papyrus. Ich denke, das machen wir jetzt auch. Ich glaube nämlich mit der... Oh, warte mal, da können wir doch hier runterspringen. Mit der Aya, das wird bestimmt ein bisschen länger gehen, die komplette Quest. Deswegen machen wir jetzt hier noch Pillepalle. Ich hatte zwar gesagt, wir machen jetzt erstmal Hauptquest, wollte ich ja eigentlich auch. Aber ich wusste nicht, dass ich gegen meine Frau kämpfen soll. Das ist ja unfair. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ich weiß. Ja, ich weiß.
Hallo? Kannst du mal bitte? Danke. Wie noch sein Bogen liegt. Ah ja, hier oben waren die ganzen anderen Truhen. Und da unten war auch noch was. Hallo? Drüber mit dir! Guck mal, die extra, haben extra Anker hier in die Wand geballert, damit ich da hochklettern kann. Ja. Das ist manchmal so typisch Assassin's Creed-Style. Ah, das ist ja das, der andere Hauptschatz. Nice. Hey, was? Mach doch ein Attentat, mein Gott. Wieso hat er nicht den den Doppelattentat gemacht? Ich verstehe es nicht ganz. Ich habe den angeklickt. Ich hatte den angeklickt. So, egal. Ah, da oben. Die Papyrusrolle, die ist bestimmt wieder drin. Aber das Hässliche, in den Tempeln zu klettern. Hä? What? Was war das? Boah, das Geräusch gerade. Die betet. Und ich kletter an dem Heiligtum eines Gottes empor. Es juckt die nicht, die betet weiter. Alles klar. Boah, krass. Ey, das wollten wir doch schon lange mal machen. Die ganzen Rätsel. Sollen wir das mal in einem Stream machen, dass ihr miträtseln könnt? Ich meine, zu den Streams kann ich noch mal kurz eingehen. Momentan gibt es keine geplanten Streams, aber also eher spontan, weil ich doch gemerkt habe, dass ich, wenn ich die plane, nicht meistens absagen muss. Und das ist halt ein bisschen blöd. Das klingt ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen spanisch. Oder? Ah, das kann auch lateinisch sein. Das ist ja hier so ein römisches Revier. Kann auch lateinisch sein. So, haben wir sonst noch was? Nebenquest, was ist das? Ach so, das sind Bilder. Guck mal, 18. Gut, das ist 0. Wir haben auf jeden Fall da noch ein Fragezeichen, Ausrufezeichen, hätte ich fast gesagt. Weil ich im gleichen Moment das da hinten gesehen habe. Auf der Karte zwar, aber das habe ich gesehen. Ja, die haben alle was zu erzählen hier von ihrem Leben. Ja, Normarschen Villa im Fayum. Eine Villa? Was? Warte, wir nehmen Senu. Oh, da ist wieder was los. Schnellreiser, das hatten wir. Oh, da unten gibt es bestimmt wieder so einen Krokodilkampf, wie ich das sehe. Ich meine, es ist ja auch Krokodopolis. Da muss es ja Krokodile geben, sonst wäre der Name irgendwie fail. Die Griechen ziehen in die frisch sanierten Gebiete im Norden. Kommt er da? Ja, kommt da rum. Alles klar. Hier sollte ich vorsichtig sein. Hey! Watcher! Das war gut. Ja, das ist auch eigentlich ganz einfach. Bin mal gespannt auf die Gladiatorenkämpfe im nächsten Part. Machen wir es im nächsten Part? Ich denke schon. Ich kann ja auch so ein paar Nebensachen machen. Ich habe ja auch noch in normalen Fayum ein paar Quests offen. Haben wir noch mal ein bisschen gelevelt. Die Idee. Reichtum für alle, Sicherheit für alle, Kultur für alle. Ja. Ihr wisst, vorlesen, ihr könnt selber stoppen, wenn euch das wirklich interessieren sollte. Bisher hat sich eigentlich auch noch nie jemand beschwert, dass ich das nicht komplett vorlese. Ich meine, wenn das jetzt irgendwie die Leute wollen, kann ich das gerne machen, aber wenn sich dann so die Geister scheiden, die einen sagen, mach's nicht und die anderen sagen, mach es auf jeden Fall, dann doch eher für die, die es lesen wollen, können es stoppen. Müsst ihr halt selber lesen.
Na gut, man könnte auch sagen, die anderen könnte dann dafür vorspulen, aber. Boah, was ist denn das für ein Feld? Krass. Was geht hier ab? Lol, das sieht irgendwie komisch aus. Boah, ich sag doch, hier ist eine Pyramide, ey. Boah, es wird so gut. Und vor allem hier oben gibt es ja auch noch Sachen. Da ist ja hier der Berg. Vielleicht mache ich bei diesem Phylakis mal so ein Tutorial, wie man die gut besiegen kann. Sobeks Tränen. So, warte, hier unten. Gibt es hier sonst noch? Da ist noch ein Fragezeichen. Das schaffen wir noch. Ich hätte gerne schon die Quest gemacht, aber ich meine, wir werden dann wahrscheinlich direkt in den Gladiatorenkampf kommen. Inklusive dem ganzen Hickhack mit der Aja. Und das. Wir hatten das schon so 8 Minuten runter von dem Part. Oh. Lol. Nicht getroffen. Wo ist denn? Ach, da hinten. Ja, irgendwie sieht es doch ganz cool aus hier. Genau, Schneider, wir können wieder einkaufen. Das habe ich ja fast vergessen. Wir können ja jetzt Materialien zum Leveln unserer Ausrüstung bei den Händlern kaufen. Das machen wir direkt. Und ja, neck. Das Blöde ist halt, dass die immer am Markt rumhängen, wo es sehr laut ist. Wo sind Sobek und seine speichelleckenden Priester? Wo ist der Schutz, den man uns versprach? Boah, die sieht aber cool Was aus. macht er? Seine Priester werden fett von den Marodeurs. Boah, die sieht echt cool aus. Die nehme ich mal. In Ordnung. Mahat behüte dich. Ja. Wie kann ich helfen? Kaufen. Wird auch Zeit, dass wir dann irgendwann. Nicht wahr? Ich denke mal, zum Schluss werden wir. Oh, wieso mache ich das einzeln? Okay, jetzt ist es In egal. Ordnung. Viermal. Also, wir müssen uns dann irgendwann mal für eine Waffe entscheiden, die wir Vielen dann lieben nur noch Dank. aufrüsten. Günstige Winde und sichere Straßen. Kann ich was? Ja, guck mal, den kann ich zum Beispiel wieder. Hui! Versteckte Klinge erhöht. Ja, klar, ich habe ja gerade eine Montur gekauft. Hier oben sieht man übrigens alle die Uplay-Monturen. Fähigkeiten natürlich immer noch ein Inventar. Genau, diese Schatzkarte und Quest. Der Menschenfresser war das. Machen wir natürlich nicht und. Ach, darüber. Das gucken wir uns noch an und dann machen wir uns fit fürs nächste Spiel. Oh nein. Neorion Marine Arsenal, das sieht echt stark aus. Wobei. Ich glaube, das können wir jetzt eigentlich auch vergessen. Das ist recht groß. Das ist halt so eine römische, also mitten in der, auf der Karte hier ist so eine römische Provinz. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ach, ich muss es eh neu suchen beim nächsten Mal. Gibt's hier sonst noch was? Boah, hier überall, ne? Die Römer sind los. Und da ist die Pyramide. Gibt aber leider keinen Zoom dahin. Zoom! Yep. Wobei Rädern-Quests ist eigentlich immer ganz cool, ne? Aber gut, ich würde sagen. Oder wir kaufen. Komm, wir machen noch meine neuen Case-Opening. Ich nenne es mal so. Und. Hilfstruppenschild. Bringt das was? Nee. Es hat zwar Stufe 35, aber hier können wir ja die Stufe theoretisch erhöhen bei einem Schmied. Und das ist das legendäre Schild. Und ich habe noch immer nicht überall legendäre Waffen. Das ist auch eine Herausforderung. Wenn man das nach Kategorie, also Schwerter habe ich, Sichelschwerter habe ich auch, Doppelschwerter, schwere Keule, Klingenwaffe, Zepter fehlt, ein Speer, unbewaffnet, okay. Und bei den Bögen,
Sortiert nach Kategorie Jagdbögen, da fehlt einer. Kriegsbögen hat er, Raubtierbögen. Okay, also Jagdbogen und, was war das hier drüben? Diese ein Schwerter da, ne? Ne, Zepter. Zepter und Jagdbögen. Dann hätte ich überall ein legendäres Item. Hier haben wir ja auch schon dieses Quell, was so ein bisschen aussieht wie ein Chocobo. Und das ist dann wieder eine Herausforderung. Aber an der Stelle danke ich fürs Einschalten. Hallo Kamel. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Würde ich mich freuen drüber. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Haut drin. Bis dahin. Tschüss. Krokodilnase.